Hallo und herzlich willkommen bei Joe Sam Leicht und Lecker. Habt ihr nicht Lust auf einen richtig schönen saftigen Karottenkuchen? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Hier müsst ihr allerdings bei den Kalorien ein bisschen die Augen zudrücken, aber es lohnt sich, das ist richtig lecker. Und hierfür benötigen wir einmal Mehl. Ich habe hier Dinkelmehl genommen. Dann habe ich hier gemahlene Haselnüsse und gemahlene Mandeln. Die können aber auch natürlich durch Mehl ersetzt werden. Etwas Backpulver, natürlich Karotten. Hier habe ich Zucker, Braunzucker und Xylit habe ich hier genommen. Etwas Öl, hier habe ich Rapsöl, 4 Eier, etwas Zimt und eine Prise Salz. Der Zimt kann aber hier natürlich auch weggelassen werden. Als erstes werde ich die trockenen Zutaten zusammen vermischen und als nächstes werden dann die Karotten geraspelt. Jetzt kommt einmal das Öl und die Eier dazu. Und die Karotten. So, jetzt kommt der Teig in eine Kastenform. Ich habe sie hier ein bisschen eingefettet und mit gemahlenen Haselnüssen bestreut. Und dann kommt das Ganze bei 180 Grad in den Backofen für ca. 60 bis 70 Minuten. Ich mache das immer so, dass ich den Kuchen auf die unterste Schiene im Backofen lege. So, der Karottenkuchen ist jetzt fertig. Als Topping obendrauf habe ich hier einmal Frischkäse mit gemahlenen Erythrit. Man kann auch Frischkäse und Zucker nehmen oder auch alternativ etwas Saft einer Zitrone mit Butterzucker vermischt. Und dann nochmal so kleine süße Marzipankarotten. Man kann aber auch geraspelte Karotten für nehmen. Sieht auch optisch sehr schön aus. Und dann lege ich jetzt gleich mal los. Im Anschluss darauf werde ich den Kuchen nochmal aufschneiden, damit ihr ihn von innen einmal sehen könnt. Und so ist der Kuchen von innen. Richtig saftig, richtig lecker. Und wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.